Okay, es heißt Anlauf nehmen und im richtigen Zeitpunkt J drücken. Jetzt. War zu früh. Au. Das ist der stinknormale Weg. Hier müssen wir garantiert nicht hinspringen. Wir müssen wesentlich weiter östlich nach... Oh, wo ist hier die Spinne? Wo kommst du her? Du bist nicht gut, du vergiftest garantiert. Okay, vor und zurück spielen. Vor und zurück spielen. Auch wenn ich nicht weiß, ob man bei denen sehen kann, wenn sie angreifen. Ah, sie flieht. In die Ecke... Au. In die Ecke gedrängt. Ist sie bestimmt noch garstiger, wollte ich gerade sagen. Prompt greift es uns an. Aber ja, ich würde gerne hier rechts rauf. Das heißt, wir laufen nochmal nach oben. Hand von der Maus, Hand zur J-Taste. Hops. So, hier hoch. Und jetzt ist hier irgendwo im Norden, wo wir es nicht sehen können, der Punkt, auf den ich raufspringen will. Da hinten sehe ich im Schatten was. Ich glaube noch ein Ticken weiter nach rechts. Hier. Ich springe einfach mal von hier. Und hopp. Jo. Sehr schön. Ich sollte zwar sofort instant schlafen, um die Lebenspunkte wieder zurückzubekommen. Aber nichts aber. Schlafen. Jo, sehr schön. Aber ich denke, wir sollten wieder was essen. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Und hier sind jetzt bitte, bitte irgendwo... Oh, ein Schwert. Du. Dahin, du in die Hand. Du bist doch ein Langschwert, oder? Kurzschwert. Kurzschwert ist auch gut. Alles besser als ein Dolch oder eine Axt oder ein Hammer. So, reparieren. Wie repariere ich? Brauche ich bestimmt... Oh, brauche ich dafür einen Hammer? Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Benutzen. Hammer. Da drauf. Benutzen Hammer. Nein. Oh, da kommt was. Ach, bist du bloß eine Ratte. Zack. Zack. Na komm. Tada. Oh. Zivilisation. Hier könnten jetzt echt endlich mal die Menschen sein. Sichern wir kurz das restliche Gebiet. Oh, indem wir nicht runterspringen. Was haben wir denn hier alles? Tränke? Ne, eine Ölflasche. Okay, Licht war hier drin. Also du da rein, du da rein, wirst wieder überladen. Aber sonst ist hier auch gar nichts. Außer dieser komische Bank. Oder bist du eine Kiste? Ne, eine Bank. Okay, auf zu den Menschen und Daumen drücken, dass wir Sachen verkaufen können. Abgeschlossen. Du? Passt nicht. Du? Ah, sehr gut. Reingucken. Eine Tür. Eine Halle. Oh, da ist ein Stock auf dem Boden. Aber ich sollte hier erstmal nichts klauen. Genau. Das sind überall Sachen. Das wird die Latrine sein. Okay. Trotzdem sollten wir nichts mitnehmen. Hier drin wurden wir gewarnt, dass das nicht so gut ankommen könnte. Und Menschen. Hallo Mensch. Wie ist dein Name, Unbekannter? Ich bin Girogon. Ich bin Gullig, genannt der Gesegnete. Wieso bist du so genannt worden? Ich werde so genannt, seitdem ich gefangen genommen wurde. Und ich werde gesegnet genannt, weil ich einen Geschmack für Kakerlaken entwickelt habe. Ich bin so niemals hungrig geworden.
Okay, gesegnet. Jetzt habe ich es verstanden. Wie schön für dich. Ich muss jetzt leider gehen. Das ist abstoßend. Nein, wir sollten nicht vor den Kopf stoßen. Und dieser Ort ist besser als ein Gefängnis? Du bist im großartigen Stygienabyss, wo weder du noch irgendein anderer jemals fliehen kannst. Es ist schlimmer als jedes Gefängnis, denn es gibt keine Hoffnung auf Parole, also auf Gnade. Naja, nicht Gnade, Parole ist, wenn man, wie heißt das, auf Gewehr? Also wenn man zwar verhaftet wird und, egal, ihr wisst schon, was gemeint ist. Und kein Tod ist so sauber wie eine Hängung. Ja. Erzähl mir mehr über den Abyss. Es war nicht immer so. Einst ein Anführer namens Kabirus, verflucht sei sein Name, hatte die tollkühne Idee oder die, naja, foolish ist eigentlich dumm, die dumme Idee, dass dieser Platz kolonisiert werden könnte. Wenn seine Torheit, als seine Torheit mit ihm aufschloss, also ihn einholte, ist die Zivilisation hier in der Untererde oder im Untergrund zusammengefallen. Und wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Er ist gestorben und ist so seinem Verhängnis entkommen. Also die hätten ihn wohl sonst gelyncht. Träumer, sie werden unser aller Tod sein. Geil. Okay. Und du selbst, wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Mann umgebracht, der umgebracht werden sollte. My Crime, also seine Strafe? Was zur Hölle, ich kann nicht mehr übersetzen. Also er ist einfach geschnappt worden, das war sein einziger Fehler. Okay. Vielleicht würdest du Frieden finden, wenn du Buße tust. Und vielleicht bist du ein Trottel. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir sollten nicht jeden versuchen zu konvertieren. Mit konvertieren meine ich, zu der guten Seite bekehren und frei von Sünden zu werden und all sowas, was wir ja eh schon sind. Denn wir sind der Avatar. Aber wir bringen auch Leute um, die es verdient haben. Also sind wir nicht viel besser als der da. Aber, na gut. Das scheint so eine Art Badehaus zu sein? Du bist der Rattenmann. Nee, Kakerlakenmann. Okay. Oh, noch einer. Bist du der Kakerlakenmann? Ja, du bist der Kakerlakenmann. Hallo Gerugon, hast du schon mit Hackbart gesprochen? Wer ist er? Unser Leiter heißt Hackbart. Okay, also Menschen gleich Hackbart. So. Nein, sollte ich? Du musst zuerst mit Hackbart sprechen. Er ist der einzige von uns, der einen kühlen Kopf behalten kann. Na gut, ich werde ihn suchen. Also, wenn du Kakerlakenmann bist, wer war denn der Typ hier vorne? Genau, du. Hackbart, was für ein Zufall. Aha, ein neuer Fisch kommt in das Fass. Was war deine Schuld? Sohn des Unglücks. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jetzt ein weiterer Gefangener sind, Trottel. Ich bin schuldig. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, außer der des Unglücks. Ich glaube, damit kommen wir hier nicht so gut an. Ich glaube, die anderen sind nämlich alle schuldig. Also sagen wir wieder lieber, es ist gesagt worden, dass wir einen Mädchen entführt hätten. Ein junges Mädchen war es, Wunderschön und unschuldig? Keine Ahnung.
Ich denke schon. Ah, sie ist schon lange weg. Ein Troll hat sie hier durchgetragen. Almriks Männer haben sie verfolgt. Aber sie waren nicht stark genug gegen die Goblins. Die Goblins? Ja, die Goblins, die haben wir schon getroffen. Musst du nicht nachfragen. Wo ist sie nun? Ah, niemand hat weiter... Nur niemand ist weiter gereist als bis zu den Goblins. Aber es gibt Gerüchte, dass tiefere, also in tieferen Gefilden böseres Grauen ist. Ja, also in die nächste Ebene müssen wir. Ja, vielleicht kann ich das Mysterium für dich lösen. Ja, das war jetzt nicht sehr komisch. Gut, dich wiederzusehen. Du bist sicher einer von uns, der von dem doofen Baron Amrik hier runtergesandt wurde. Wir sind die Ausgestoßenen, die Überlebenden. Wir können über die Goblins fragen und wir können auch mehr über die Tochter fragen. Oder weiß er ja nichts. Dann erzähl uns was über die Goblins. Ei, die Goblins. Sie sind grün und sie sind grau. Und sie sind tödliche Gegner. Sie machen unser Leben schwer mit ihren kleinen Vendettas. Was für eine Vendetta. Das kann niemand sagen. Ihr Konflikt scheint angefangen zu haben zum Zeitpunkt des großen Kollaps. Als die Zivilisation des Unterreichs fiel. Also das, was dieser eine Träumer da veranstaltet hatte. Wir wissen nur, dass ihre Anführer geschworen haben, niemals wieder sich auf eine Sache zu einigen. Okay. Kannst du mir noch irgendetwas sagen? Manche Goblins hören nicht mehr auf die Worte ihrer Anführer, sondern laufen frei durch die Korridore auf der Suche nach Beute. Sie nehmen unsere Ausrüstung und Essen und sind eine Gefahr. Ja, das wissen wir auch schon, danke. Na gut, von ihm haben wir jetzt erfahren, dass die Prinzessin, die wir suchen, in den tieferen Ebenen ist. Ja, schön. Das war nicht so wirklich hilfreich. Und tauschen konnten wir auch nichts. Also bisher. Aber gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Händler. Ein Lagerfeuer, was zu essen, was zu trinken. Hallo. Ah, ein anderer Kamerade. Was war deine Schuld? Ich habe ein Mädchen gekidnappt. Und er erzählt uns auch von dem Troll, der sie hier durchgetragen hat. Ja, das muss sie sein. Ja. Ich werde sofort hinterher müssen. Wart mal ganz kurz. Das Mädchen ist wohl in Gefahr. Aber du solltest zuerst die Wege des Labyrinths lernen, des Abyss lernen. Sonst hast du keine Hoffnung, sie zu retten. Okay, und was sollte ich mir das Abyss lernen? Ja, dass die meisten halt aggressiv uns gegenüber sind und dass das ein Zeichen der Zivilisation ist und so weiter, das kennen wir alle schon. Wo wir gerade von Angst sprechen, du solltest die Schreine suchen. Was tun diese Schreine? Wenn du einen großen, einfachen Ankh auf dem Boden stehen siehst, hast du einen Schrein der Tugend gefunden. Es wird gesagt, dass wenn du virtuous, also edelmütig bist, kannst du dort deine Fähigkeiten verbessern. Aha. Aber nur mit dem richtigen Mantra. Und wo kriegen wir die Mantras raus? Es wird gesagt, dass eines von ihnen in dem südöstlichen Gebiet dieser oberen Höhlen ist. Aber ich habe es noch nicht selber gesehen. Ah, dankeschön.
Viel Glück. Also im Südosten dieses Höhlensystems in Ebene 1 ist irgendwo ein Ankh. Und da können wir endlich unsere Fähigkeiten verbessern. Aber nur, wenn wir das Mantra kennen. Und wir kennen kein Mantra. Hallo, hast du dich dazu entschieden, bei uns zu bleiben? Vielleicht für eine Weile. Nichts Neues. Und das scheint es jetzt gewesen zu sein. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Genau, da war das Lagerfeuer und der eine, mit dem wir gesprochen haben. Die Karten werden nicht so richtig gut gezeichnet. Ich laufe das nochmal alles ab. Also hier war die Latrine. Hier im Westen müsste es rausgehen. Ja. Im Norden war... Oh, wir wollten nicht rausgehen. Im Norden war der Kakerlakenmann. Und Haggard. Den sollen wir noch eintragen. Menschen. Einmal. Und Haggard. Oder so ähnlich. Ja, nö, keine Händler. Das finde ich sehr frustrierend. Ich laufe mal links an der Wand. Oh, hier sind zwei. Was bist du für einer? Stopp. Du bist der, der nichts zu sagen hat. Und du bist der, der uns sagt, dass es einen Schrein im Südosten gibt. Sag jetzt auch nichts mehr. Aber keiner will handeln. Außer Handeln funktioniert einfach anders. Wir könnten ja mal so eine Axt nehmen. Das könnte jetzt übel enden. Wir nehmen eine Axt. Ziehen sie auf einen von denen. Nee. Würde er sie ablegen wollen, dafür ist kein Platz da. Schade. Okay, lass uns mal durch hier. Durch, lass uns durch. Das heißt, wir werden jetzt die ganzen Sachen mitnehmen. Und bei dem Runtergang in die zweite Ebene hinschmeißen. Und da lagern wir das so lange, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, die Sachen zu verkaufen. Obwohl, ich spreche noch mit Haggard. Wenn, dann müsste der Anführer ein bisschen Geld haben. Hm? Du kannst so nicht mit ihm sprechen. Wir fragen nochmal über das Mädchen, aber hat nichts. Mist. Ansonsten ist hier nichts. Ja. Schade. Aber gut, raus hier. Du stehst schon wieder im Weg. So, Westen war der Ausgang. Karte. Da hinten geht es runter, aber ist ganz schön weit weg jetzt. Na gut, wir haben das hier aufgedeckt, wir haben das aufgedeckt. Hier hinten würde ich noch ganz gerne hin. Denn er meinte, im Südosten wäre dieser Schrein. Was machen wir bei den Goblins? Wollen wir die alle umbringen? Ich denke mal, das wäre ganz schön gefährlich. Und hier hinten würde ich noch gerne aufdecken. Ich glaube... Also da können wir nicht springen. Konnten wir da hoch? Ne, ich glaube auch nicht. Wir müssen jetzt ganz hier rum. Aber da das etwas länger dauert, mache ich jetzt einen kleinen Cut und melde mich wieder, wenn wir hier rumgelaufen sind. Dadurch. Und hier bei den grünen Goblins wieder angekommen sind. Also, bis gleich.